Hallo zusammen, ich mache den ersten Vortrag mit dem Titel Konfokale Laserscanning-Mikroskopie. Weniger ist manchmal mehr. Darauf bin ich gekommen, weil, wie einige ja wissen, bin ich Biotechnologe und schreibe zurzeit meine Bachelorarbeit in der Neurobiologie. Und das Konfokale Laserscanning-Mikroskop ist ja mit eines der wichtigsten Werkzeuge, die wir da so benutzen. Ja. Und über das werde ich dann heute so ein bisschen sprechen. Einmal die Geschichte der Mikroskopie, wie sich die Mikroskope allgemein entwickelt haben und irgendwann natürlich dann auch in verschiedene Zweige aufgeteilt haben, welche Arten von Mikroskope es gibt. Dann werde ich speziell die Fluoreszenzmikroskope ein bisschen genauer beleuchten, weil das sozusagen die biophysikalische Grundlage von einem konfokalen Laserscanning-Mikroskop ist. Und dann gegen Ende kommen wir dann zum eigentlichen konfokalen Laserscanning-Mikroskop und am Ende natürlich, weil das immer besonders toll aussieht, noch ein, zwei Beispielbilder. Ja, Geschichte der Mikroskopie. Das erste Mikroskop in Anführungszeichen wurde, sag ich mal, vor 1608 entwickelt und das erste Patent gab es dann eben 1608. Und das war im Prinzip das, was wir heute so als Teleskop kennen. Also so eine ausziehbare Röhre mit ein paar Linsen drin, die dann eben mehrere Vergrößerungsstufen haben, bis dann zu einer 3- bis 9-fachen Vergrößerung eben. Allerdings, um damit irgendwie Mikroorganismen zu sehen, ist das natürlich nicht annähernd genug. Dann, das erste wirkliche Lichtmikroskop wurde im späten 17. Jahrhundert von Antonie van Leeuwenhoek entwickelt. Und das hat er auch nur gekonnt, weil er ein Spezialist war für das Schleifen von Linsen. Denn wie man sich denken kann, auf so einer Auflösungsebene muss so eine Glaslinse schon sehr besonders qualitativ sein, um eine vernünftige Vergrößerung mit auch einer entsprechenden Auflösung zu ermöglichen. Und unten links kann man dann das Mikroskop sehen, was er gebaut hat. Sieht natürlich überhaupt nicht aus wie ein Mikroskop, was man eigentlich kennt. Denn eigentlich war das nur eine Glaskugel, also eine Rundlinse zwischen zwei Glasplatten, die allerdings, wenn man nah genug rangegangen ist, da kann man vielleicht, hier ist diese Glaskugel drin und auf diesem, auf dieser Nadel, sag ich mal, konnte man dann ein Präparat platzieren und in dem Abstand hat man dann eben eine 270-fache Vergrößerung hinkriegen können, während andere Mikroskope dieser Zeit nur maximal knapp 50-fach vergrößern konnten. Und damit konnte er auch schon die ersten mikroskopischen Aufnahmen sozusagen machen, wie man sie heute so sich vorstellt. Er musste sie allerdings dann zum Beispiel, einen Blattschnitt hat er zum Beispiel gemacht, also ein normales Blatt von einem Baum genommen und das mikroskopiert. Das musste er allerdings per Hand abzeichnen. Man kann sich vorstellen, das war dann natürlich nicht perfekt, aber das war das erste Mal, dass jemand wirklich eine mikroskopische Aufnahme überhaupt visualisieren konnte. Heutzutage gibt es drei Hauptmikroskoptechniken. Die Lichtmikroskope, die meisten kennen, da wird irgendwie Licht drauf geschienen und dann zeigt das halt irgendein Bild. Dann die Elektronenmikroskope, die sind ja eher physikalisch, die Grundlagen davon statt optisch. Können natürlich noch genauer auflösen, allerdings ist das Ganze natürlich auch mit viel mehr mechanischem Aufwand verbunden, Apparaturaufwand und was weiß ich. Allerdings sehen die Bilder davon natürlich auch relativ gut aus. Und natürlich die Rastermikroskope. Die kann man nicht unbedingt in einen eigenen Bereich einteilen, weil zum Beispiel auch Lichtmikroskope teilweise Rastermikroskope sind. Rastermikroskop heißt es einfach nur deshalb, kann man dann unten bei den rasternden Mikroskopen in der Aufteilung erkennen. Das macht kein Bild im Ganzen, sondern mikroskopiert sozusagen einzelne Punkte, Zeile für Zeile und kriegt daraus dann eben ein Gesamtbild zustande. Ja, kommen wir zu den Lichtmikroskopen, die allerersten gesamtabbildenden Mikroskope. Auf der rechten Seite kann man eins der Lichtmikroskope erkennen, die wir bei uns im Labor benutzen. Das ist in dem Fall ein Durchlichtmikroskop, denn das Licht kommt von hier oben, wird hier oben, hier auf dieser Fläche liegt dann das Präparat, einmal durchgestrahlt und kommt dann über Spiegel zurück zum Okular.
Während es sich bei den Auflichtmikroskopen um Mikroskope handelt, wo das Licht zum Beispiel von oben drauf gestrahlt wird, aber auch wieder nach oben abgestrahlt wird. Das ist nachher bei den Fluoreszenzmikroskopen relativ wichtig. Und da natürlich auch, je nachdem was man mikroskopiert, es zu Problemen kommen kann, was die Sichtbarkeit mancher Objekte, zum Beispiel Bakterien oder so, angeht, hat man verschiedene Spezialverfahren entwickelt. Das bekannteste oder das am meisten genutzt in einem normalen Lichtmikroskop ist das Phasenkontrastmikroskop. Da macht man sich zunutze, dass, wenn man Licht durch ein Objekt durchstrahlt, wird natürlich nicht nur die Amplitude durch einfache Absorption verringert, sondern auch die Phase wird verändert in unterschiedlichen Lichtbrechungsindizes. Und dadurch erscheint dann optisch dichteres Material auch dunkler, wodurch man dann Zellen, die zum Beispiel nicht nur mit Wasser gefüllt sind, sondern auch mit Proteinen und so weiter, besser von der Umgebung abgrenzen kann. Und zu den Fluoreszenzmikroskopen kommen wir dann als nächstes. Fluoreszenzmikroskope sind im Prinzip auch Lichtmikroskope, nur dass man sich hier den Fluoreszenzeffekt zunutze macht. Fluoreszenz bedeutet einfach, dass es spezielle Moleküle gibt, die, wenn man sie mit einer bestimmten Wellenlänge anregt, werden sie in einen höheren Energiezustand angehoben, und wenn sie dann aufgrund der Instabilität in den Grundzustand ihrer Energie zurückfallen, emittieren die eben Licht mit, mit längerer Wellenlänge, also ein bisschen Energie geht dabei verloren. Und wenn man dann beim Fluoreszenzmikroskop eben steuern kann, man weiß zum einen, welches Fluorochrom heißen diese anregbaren Teile, mit welcher Wellenlänge man es anregen kann, dann kann man eben alle anderen Wellenlängen ausschalten. Das passiert hier mit diesem Anregungsfilter, sodass man eben nur zum Beispiel 460 Nanometer Licht auf sein Präparat hier lenkt. Dieser Strahlteiler ist im Prinzip ein spezieller Spiegel, der eine bestimmte Wellenlänge reflektiert. Aber wenn dann das Präparat längerwelliges Licht emittiert nach oben, wird das nicht mehr hier lang reflektiert, sondern kann einfach durchgehen zum Detektor. Und wie ich eben schon gesagt habe, ist die Wellenlänge, die das nach der Anregung emittiert wird, auch relativ spezifisch, sodass man mit einem Sperrfilter auch Umgebungslicht sozusagen, was noch da sein kann, rausfiltern kann, sodass eben nur benötigte Wellenlänge am Detektor ankommt und dann auch als Bild, sag ich mal, dargestellt wird. Wie ich eben schon gesagt habe, gibt es die sowohl als Durchlicht- als auch als Auflichtmikroskop. In dem Fall haben wir hier ein Auflichtmikroskop, weil sowohl Lichtquelle als auch, wo das Licht hingehen muss mit dem Detektor, liegen über dem Präparat, und die Abstrahlung erfolgt sozusagen in Gegenrichtung zum Anregungslicht. Ja, genau. Unten rechts, das ist ein ganz normales Fluoreszenzmikroskop, was wir benutzen. Das hat im Prinzip auch genau denselben Strahlengang wie in der Skizze oben zu sehen. Eine besondere Art des Fluoreszenzmikroskops ist dieses hier. Das ist nämlich ein Stereomikroskop. Das kann man einmal für eher größere Objekte verwenden. Und wir benutzen das bei uns in der Neurobiologie, um ganze Zebrafische zu mikroskopieren. Das Besondere, wie man sich am Begriff Stereo schon vielleicht denken kann, hat man hierbei nicht nur ein Objektiv und Okular, sondern zwei. Das heißt, man kann, wie mit einer 3D-Brille zum Beispiel, den Fisch dann auch 3D fluoreszieren sehen und natürlich auch fotografieren. Ist für manche Zwecke eben nützlicher. Hier habe ich nochmal ein paar Fluorochrom-Beispiele und das erste schöne Bild. Um gar nicht erst auf die Details einzugehen, sind einige der am häufigsten genutzten Fluorochrome. Das DAPI, also das Blaue, ist besonders deswegen sehr gut, weil es sehr spezifisch DNA bindet. Das heißt, man kann damit sehr genaue Zellkerne anfärben. Und das Grüne ist das GFP, also das grün fluoreszierende Protein. Dafür gab es auch einen Nobelpreis.
weil das kann man im Prinzip an eigentlich jedes andere Protein dran fusionieren, sodass man dann eben diese schönen Netzwerke zum Beispiel vom Zytoskelett der Zelle ja, sehr schön fluoreszieren lassen kann und man auch genau die einzelnen Strukturen ausmachen kann. Ja. Ach, kommen wir direkt zum Wichtigen, zur konfokalen Laserscanning-Mikroskopie. Die funktioniert fast genauso wie ein normales Fluoreszenzmikroskop, nur macht sie sich zunutze, dass man über die Lochblende hier ganz oben jegliches emittiertes Licht von dem Präparat, was nicht aus der Fokusebene des Mikroskops stammt, fast vollständig auslöschen kann. Das hat den Vorteil, speziell beim konfokalen Laserscanning-Mikroskop, dass man sehr feine Schnitte oder Bildschnitte durch ein Objekt machen kann. Und ja, im Gegensatz zum normalen Fluoreszenzmikroskop, wo im Prinzip die ganze Probe mit demselben Licht beleuchtet wird, hat man hier einen Laser, der auch mit einer speziellen Wellenlänge eben strahlt. Allerdings, wie ich eben schon mal gesagt habe, rastert der das Ganze ab. Also er tastet jede Ebene in X- und Y-Richtung ab. Dann wird der ganze objektisch mit dem Objekt einfach ein Stück runter bewegt und man macht sich an die nächste Ebene. Das Ganze ist dann unten in dem Bild ein bisschen visualisiert. Auf der rechten Seite, das wäre mit einem normalen Fluoreszenzmikroskop. Man sieht, dass das Blaue sehr hell alles andere überstrahlt, während man auf der linken Seite viel besser die Kontraste sehen kann. Aus diesen tollen Bildern, das heißt, die heißen dann Z-Stapel, kann man eine 3D-Abbildung erstellen von einer gesamten Zelle, sogar einer lebenden Zelle, weil man das Präparat nicht irgendwie fixieren muss. Das sehen wir allerdings gleich noch. Dazu wollte ich jetzt schon mal das Erste sagen, dass der Titel ist, oder der Subtitel ist ja Weniger ist mehr. Und genau das ist auch der Grund, warum man das konfokale Laserscanning-Mikroskop überhaupt benutzt. Man hat zum einen nur einen Laserpunkt, statt das ganze Ding zu beleuchten. Allerdings kann man dadurch viel besser das Präparat durchdringen und auch viel gerichteter eben diese Punkte beleuchten, an denen, während man das Ding durchrastert. Man löscht im Prinzip 90% des Lichtes aus, was trotzdem die Qualität des Bildes natürlich erhöht. Und was man, glaube ich, im nächsten Bild sehen kann. Ach genau, jetzt kommen wir schon mal zum ersten Bild. Das ist jetzt, ich weiß leider nicht genau, welche Struktur es ist. Ich würde sagen, es ist eine Zelle, wo die Membran angefärbt wurde mit dem grün fluoreszierenden Protein. Und aus diesem Stapel kann man dann eben eine 3D-Abbildung erzeugen, die dann eben vielleicht noch mehr Informationen enthält als jede dieser Einzelebenen zusammen. Weil man zum Beispiel Strukturen identifizieren kann, die nicht leuchten, was auch für verschiedenste biologische Zwecke besonders nützlich sein kann. Und das wäre noch so ein Bild. Ich glaube, dabei handelt es sich um Teil eines Gehirns. Ich bin mir allerdings nicht genau sicher. Aber hier kann man zum Beispiel besonders gut auch die Blutgefäße sehen, wo nämlich die Blutzellen spezifisch angefärbt wurden und man jetzt eben diese roten Kapillare erkennen kann. Und ja, leider konnte ich kein Bild von unserem eigenen Fluoreszenzmikroskop machen. Das ist nämlich für 2 Wochen in einem Praktikum irgendwie am Dauerarbeiten und der Raum ist komplett abgedunkelt natürlich. Und jedes Türöffnen und vor allen Dingen auch der Blitz einer Kamera würde dann eine Woche Arbeit kaputt machen. Deswegen dachte ich, lasse ich das lieber. Was man hier sehen kann, das Ding ist eigentlich relativ kompakt. Also das sieht jetzt ein bisschen groß aus, aber so wenn man sich so eine normale Tastatur ansieht, ist das Ding nicht breiter als 2 Meter. Was hier noch so ein paar Teile dran sind, also neben dem eigentlichen Mikroskop, ist hier diese Kammer, die im Prinzip der Temperierung dient. Also wenn man zum Beispiel über 24 Stunden einen lebenden Fisch, der da irgendwie drin rumschwimmt, betrachten möchte, der hat es gerne bei 28 Grad. Deswegen kann man dann das ganze Mikroskop eben erwärmen und damit es dem Fisch da drin ja, ganz gut geht. Man hat verschiedenste Kontrolleinheiten, mit denen man alle Laser steuern kann und was es sonst noch so gibt. Hier kommt auch wieder ein Punkt für weniger ist mehr. Das ist relativ klein und nimmt nur einen halben Raum ein, kostet allerdings 800.000 Euro. Das heißt, man kann sich schon ein, zwei Häuser davon kaufen. Bitte. Das hat er jetzt ein Okular, so ein Stereo-Okular.
da funktioniert das aber nicht irgendwie mit dem konfokalen, mit der konfokalen Blende. Das ist nur zum Einrichten und dann wird das hinterher gestartet oder wie? Man kann damit. Wozu ist das Okular? Genau, einmal zum Einstellen, um schon so zu sehen, ist die Startposition von dem Gerät überhaupt schon an der richtigen Stelle und so weiter. Allerdings ist da auch schon dieser konfokale Effekt. Also man löscht schon, also wenn man fokussiert, man kann ja dann auch manuell fokussieren am Rad, da wird schon das Licht außerhalb der Fokusebene ausgeblendet. Nur man kann natürlich dann nicht diese Z-Stapel digital aufnehmen für die 3D-Modelle. Das sieht man ja nicht auf einem Punkt, ne? Wenn ich das Raumfilter davor mache, dann sehe ich doch bloß noch einen Punkt. Ich kann ja dann nichts mehr sehen. Also doch schon. Also der Laser ist ja grundsätzlich an. Also so dieser Scanspiegel, der das abrastert, der ist so schnell, im Prinzip sieht man ein Bild. Also das ist, der tastet so schnell XY-Achse ab, dass man eben den kompletten Bildausschnitt fluoreszierend sieht. Und die Wellenlängen, die verwendet werden, sind sichtbar. Also man kann schon, sag ich mal, wenn man jetzt da reinstrahlt mit einer blauen Wellenlänge und mal das grün fluoreszierende Protein darunter, dann sieht man auch die grünen Strukturen. Ja, also das ist relativ schnell. Das Zeitraubende dabei sind diese Z-Stapel. Denn natürlich das Bewegen des Objekttisches mit seiner Eigenmasse und so weiter ist natürlich deutlich langsamer als nur so ein Scanspiegel so ein bisschen darüber wackeln zu lassen. Ja. Vielleicht nochmal so, was bei den Stapeln sind. Wie viele Ebenen hast du in so einem Stapel und wie lange dauert das dann, so eine Ebene zu rastern? Das kommt immer darauf an, wie genau man es haben möchte. Also die Z- oder YZ-Achse kann man also sehr genau machen. Ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie so überhaupt eine Angabe dafür macht. Ich glaube, das ist immer die genaueste, die das Gerät selbst kann. Der Z-Stapel, die Größe, kommt natürlich auf das Mikroskopierte an. Wenn man eine platte Zelle einfach mikroskopiert, dann reichen, keine Ahnung, 50 Ebenen aus. Aber so zum Beispiel einen kompletten Zebrafisch durchrastern, der besteht dann aus, keine Ahnung, 5 bis 10.000 Ebenen, je nachdem, wie genau man es haben möchte. Und das dauert dann so über Nacht. Und der Fisch muss dann stillhalten in der Zeit. Ja, das klingt auch böse, als es ist. Die werden in so einem Agarose-Gel fixiert. Die dann tot? Nee, die leben noch. Ja, genau, es ist im Prinzip Wackelpudding. Also ich glaube, irgendwie 4%iges Agarose-Gel ist so, als wären die so in Wackelpudding, indem sie der eingegossene Teil sich nicht bewegen kann, sozusagen. Das ist allerdings eher dafür gemacht, dass die nicht rumzappeln. Also sonst würden sie aus dem Bildausschnitt rausschwimmen. Ja, ist klar. Können die dann atmen? Ja. Also das Ding ist Wasser, also das Wasser kann da durchgehen. Und auch die, je nach Anwendungszweck, ist die Zeit man braucht zum Beispiel nicht extra belüften, also die Zeit, die das Ding da drin ist, so 8 Stunden und so weiter, da reicht der Sauerstoff aus, der schon in der Petrischale mit dem Fisch drin ist. Ich weiß allerdings, dass es auch Konstruktionen gibt, wo dann so kleine Schläuche in das Wasser hängen, die das dann so mit einer ganz besonderen Art mit Sauerstoff versorgen, ohne zu blubbern oder so. Benutzen wir selber allerdings nicht. Und danach, das ist so eine Agarose, die bei ganz geringen Temperaturen schmilzt. Also man kann den dann für, keine Ahnung, 20 Minuten irgendwie so, macht man das 32, 33 Grad warm, das ist dem Fisch vollkommen egal, dann schmilzt das und dann schwimmt er da raus und dann tut man ihn wieder ins Aquarium setzen. Ja, und ich glaube, das war's auch schon. Bei Fragen gerne Fragen. Kann ich nochmal zurück machen? Ich habe leider nicht so viele davon, weil vor allen Dingen diese 3D-Bilder sind immer relativ schwer zu finden. Ja, ich glaube, ich habe nur die 2 plus das normale Fluoreszenzbild. Allerdings kann ich auch gerne noch ein paar andere zeigen. Ich wollte eigentlich von meiner eigenen Forschung welche mitbringen. Allerdings sind die alle auf dem Computer gespeichert, der an dem Mikroskop hängt. Und das konnte ich, wie gesagt, nicht betreten. Doch schon, auf einem Server. Aber leider habe ich zudem noch keinen Zugang. Und was ich noch sagen wollte, das ist nicht die genaueste Art der Mikroskopie, der Fluoreszenzmikroskopie. Es gibt trotz dieses Rausnehmens von Licht, ist es doch immer noch relativ, relativ rauschend, vergleichsweise.
Also man sieht da jetzt so, das ist nicht perfekt, das grüne Licht zum Beispiel. Das ist schon so eine relativ diffuse Wolke. Es gibt noch andere Methoden, irgendwie SIM-Mikroskopie gibt es zum Beispiel noch, die benutzt zwei Laser mit interferierendem Licht, was man unter der, ich glaube, das ist das App-Limit oder so, das ist die geringstmögliche Auflösung, wo man da deutlich drunter kommt, irgendwie auf 25 Nanometer Auflösung. Die kriegt man natürlich damit genauer hin, aber zum einen dauern die länger und kosten das Fünffache. Und ein Mikroskop für 4 Millionen kann sich nicht unbedingt jeder leisten. Vor allen Dingen keine Universität. Ja,